Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Sommerhaus der Stars Folge 4. Vorgestern hatte ich Folge 3 gedreht. Allerdings, der Ton und die Grafik waren echt gruselig. Ich entschuldige mich sehr dafür. Zwar habe ich mit der Sony Spiegelreflexkamera aufgenommen. Die war nicht so gut. Jetzt nehme ich mit meinem Handy auf und ich muss sagen, es ist echt eine super Qualität. Gefällt mir sehr. Ich hoffe, das kriege ich mit dem Ton und auf dem Computer auch richtig hin. Wie dem auch sei, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Aktiviert die Glocke auf jeden Fall, abonniert meinen Channel und auf jeden Fall Kommentare, fleißig Kommentare schreiben. Und falls ihr natürlich den Link haben wollt zur Folge 4, der ist direkt unter der Beschreibung. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr das streamen über TV Now. Und jetzt geht's los! Also ich bleib nicht irgendwo, wo ich nicht willkommen bin. Es wurde einfach bestimmt, wir wollten da nicht hin. Das fand ich link, also fand ich richtig doof. Weiß ich, jetzt gerade bin ich echt geknickt. Ach Mensch, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also man hat einfach für sie entschieden, auch für Steff, dass sie das Zimmer von dem alten Greis Roland und Janina übernehmen. Man hat sie natürlich nicht gefragt. Die sind natürlich beide sehr geknickt und enttäuscht. Also das ist klar, sie uns da raus haben wollte aus unserem Schlafzimmer, das glaube ich schon. Und jetzt muss man natürlich auch gut sein, ne? Und nicht wie ein Esel dastehen und sagen, oh, die Welt ist schön. Also. Ja, das ist richtig, lieber Steff. Klausi ist ja auch nicht ohne, ne? Das ist ja auch eine linke Backe. Nee, ehrlich, mir geht's nicht so gut. Mein Kaffee, der hat mich richtig aus dem Latschen genommen. Deine Augen sind auch voll rot. Ja, so richtig nervösen Magen. Geil, geil, geil. Wir sind nicht so fit. Geil, wir sind nicht so fit. Ja, ja, du. Ja, so habe ich dich auch wirklich eingeschätzt, Almi Klausi, ne? Dass du schadenfroh bist, dass du dich freust. Boah, es ist so kalt hier drin. Ist es immer so kalt? Ja, im Haus sind jetzt neue eingezogen, der Sascha und Diana. Diana kennt man ja aus... Diana, nein, Diana. Diana kennt man aus Fuck You Goethe, da hat sie mitgemacht. Ja, der Sascha, der ist irgendwie Stuntman und tritt irgendwie in Aktionsfilmen auf. Ich bin Sascha. Ja, ich bin mit Jana eng verbunden. Wir haben unsere Rituale, ja, spirituelle Art. So. Ja, die sind sehr eng verbunden und sind sehr so naturgebunden. Also ein ganz, ganz liebes neues Paar, was ich sehr gerne auch mag. Sind so ein bisschen spirituell veranlagt mit ihren Chakren und mit ihrem Chi. Mal gucken, also was sie alles zu bieten haben. Ich liebe die Natur. Ja, irgendwie so alte Hippies, die so krass naturgebunden sind und die ganze Zeit so am sich bewegen sind und tanzen und rufen irgendwelche Naturgötter herbei. In den Sommer-Ashram der Promi-Paare rasselt Team Chakra eher unerwartet. Wie Kofferkorn, was ist Kummer? Was ist Kofferkorn? Mona ist richtig aus dem Häuschen. Da kommen welche. Was ist Kofferkorn? Was ist Kofferkorn? Macht sie so richtig Sorgen, wenn er jetzt angekommen ist. Ja. Ich habe die irgendwo schon mal gesehen. Wir haben uns bestimmt alle irgendwo schon mal gesehen. Alm Klausi sagt natürlich, dass er sie irgendwo mal gesehen hat. Er meint das halt irgendwie so. Und sie geht davon aus, so von wegen, wir haben uns alle irgendwo mal gesehen. Wir sind Geister und unsere Chakren tanzen umher. Sie meint das anders, aber der schnallt das natürlich nicht. Alter, hier sind voll die Fliegen. Ja, das kannst du nichts machen. Küche. Hier ist das ganze Essen. Mensch, Mäuschen, Jana, also das musst du doch wissen, du lebst doch in der Natur. Da sind natürlich überall Fliegen, wie draußen und drinnen natürlich. Ne? Ist ja kein sauberes Haus gewesen, wo ihr da eingezogen seid, also. Das Haus ist natürlich schon gewöhnungsbedürftig. Wäre jetzt nicht meine persönliche Wahl. Also das ist halt alles sehr eng und so. Also ich bin eher am liebsten draußen. Ja, dann solltest du lieber draußen in den Garten ziehen, wenn du nicht irgendwie kannst, dort im engen Raum mit Mola, der Schnarchnase in einem Zimmer zu schlafen. Mal später gibt es mehr darüber. Wir haben hier kein Fenster. Wir können die Tür nicht offen lassen, weil da haben wir auch keine Tür. Ich meine, also das frische Luft ist eigentlich... Ja, hier nicht. Das ist halt echt der Nachteil. Es ist ohne Worte hier.
ohne Wort. Sie versucht, sie rauszugrauen, egal mit welchen Waffen, ne? Sie versucht, sie einfach rauszugrauen, weil das deren irgendwie Metier ist. Die waren schon von Anfang an da, haben dann die Gardine immer zugemacht, sodass keiner reinluschern soll. Jetzt sind so zwei Spirituelle dabei und möchten mit demselben Raum schlafen. Und jetzt versucht sie, sie zu vergraulen, irgendwie mit Mola. Sie erzählt halt, der schnarcht, der knirscht und der macht irgendwie alles. Aber nichts hilft. Die wollen trotzdem bleiben. Oh, wie süß, guck mal. Ist ja krass. Ja. Oh, wie süß. Oh, Mensch. Die versuchen, sich mit ihr zu unterhalten und sie sagt sofort so, Tiere, Büffel, da muss ich schnell hin. Supi. Herrlich. Also Jana freut sich halt über alles irgendwie, über die Natur, wie ich schon die ganze Zeit erwähnt habe. Und die anderen gucken natürlich dumm aus der Wäsche, als hätten sie einen Außerirdischen gesehen. Oder ich hoffe mal, dass sie sich mal eine Scheibe abschneiden können von Jana. Wenn ich an einen neuen Platz komme, erstmal so Kontakt aufnehmen mit den verschiedenen anderen Wesen. Ja, aber damit meint sie nicht die Menschen. Sie meint wahrscheinlich irgendwie die ganzen Geister und sie ist so ein bisschen wie Galadriel von Herr der Ringe und er ist Gandalf oder Saruman. Wir arbeiten auch sehr viel. Ja. Das Thema war Beziehung. Ja, Jana und Sascha haben irgendwie so eine On-Off-Beziehung. Ja, meine liebe Michelle, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Allerdings bringt das bei euch irgendwie nichts. Also bis dato merke ich einfach nur negative Schlagzeilen. Also es tut sich nichts. Ja, Jana akklimatisiert sich jetzt ein bisschen und macht überall irgendwelche esoterischen Öle und so esoterische, schamanistische Gegenstände kommen jetzt überall hin, sodass sie sich halt irgendwie heimisch fühlt in dem kleinen Zimmer, wo Mola dann wahrscheinlich die ganzen Sachen so rausschneichen wird. Ja, Tarzan hat sich ausgezogen oder Tarzan war schon immer nackt. Auf jeden Fall hat er einen super Buddy. Ja, jetzt erkundet er so ein bisschen die Natur und den Bereich, wo er gerade ist. Und die anderen, die lachen ihn ein bisschen aus, statt dass sie mitmachen und ihre Pölsterchen loswerden. Jetzt sind besonders ausgeglichene Paare gefragt. Stummes Verständnis braucht's auch. Die nächste Challenge steht an. Da ist halt eine Wippe. Und auf der Wippe stellen sich halt beide auf, die Paare, und müssen dann in der Balance bleiben. Nebenbei müssen sie halt in den Ecken, Kanten, gibt es da halt irgendwelche Fragezeichen. Die müssen sie dann halt irgendwie rausholen, müssen das dann lesen und dann eine Pantomime dazu machen. Willkommen zum Spiel Höhen und Tiefen. Ihr steht auf einer Wippe und müsst abwechselnd Karten von den Seiten holen. Die Begriffe auf den Karten müssen pantomimisch dargestellt werden. Ja, Yasin, also pantomimisch, alles klar. Nicht böse sein, irgendwas, ich glaube schon. Ja, die Frau von Almi Klausi, ne, die ist schon sehr dominant und Almi Klausi hat schon so richtig Angst und muss ihr irgendwie jetzt auch mal sagen, so von wegen, bitte nicht böse sein, Mami, weil ich irgendwas Falsches mache. Bleib dort, bleib. Hey, schieb keine Panik, Schatz. Ja, Yasin ist auf jeden Fall sehr, sehr empathisch, sehr sensibel. Ich will gar nicht wissen, wie er bei der Geburt des Kindes war. Nach dem Motto so, ja, bleib jetzt ruhig, das Kind kriegst du schon gleich. Krieg dich nicht so auf. Sehr sensibel, der Yasin. Ich bin nicht blöd. Das weiß ich nicht so. Schatzi. Ja, die krabbeln schon richtig und werden so ein bisschen heiß auf der Wippe. Ja, Almi Klausi, der kriegt das irgendwie nicht gebacken. Aber die Frau dirigiert schön, ne? Also, die hat's richtig drauf. Die hat zu Hause wahrscheinlich die Hosen an. Flaschenpfand! Ja! Das ist richtig! Ich liebe dich! Was? Nein! Oder auch nicht. Es war nicht Flaschenpfand, Dosenpfand, Yasin. Was ist das? Wie geil, wie sie ihn kritisiert. Ich liebe das. Unglaublich. Und aber einem Klausi, der braucht das auf jeden Fall, weil der kann auch gut auszahlen. Also muss er auch so ein bisschen wegstecken können. Blume.
Blumenvögeln. Blumenvögeln. Also er soll Blümchensex darstellen. Bisschen komisch. Kettenpenis, Kettenschwanz, Kettenschniedel, Kettenpimmel, Kettenglied. Seit Tagen ist einfach so gar kein Gespräch da gewesen. Ich fühle mich halt dann einfach so ein bisschen verarscht in dem Moment. Yasin fühlt sich so ein bisschen benachteiligt und er denkt so von wegen, ja, wenn man nicht mit in der Gruppe dabei ist, muss man sich auch nicht wundern, dass man ausgegrenzt wird. Aber ich glaube, Mikes Masche ist einfach nur, dass er Michelle für sich hat. Egal wie, er möchte Michelle mit niemandem teilen. Und ich glaube, daran liegt es auch, dass er auch keinen Kontakt sucht zu denen. Also ihm reicht komplett seine Mutter Michelle. Du bist gerne der Außenwelt anscheinend. Nein. Unbewusst wahrscheinlich. Das ist eine Challenge, hör auf. Ja, da sieht man halt, dass Michelle wirklich sehr unglücklich ist. Sie würde gerne mehr kommunizieren, mehr sozial sein. Aber bei Mike bringt das irgendwie nichts. Der möchte einfach Michelle für sich haben. Und er sieht das auch nicht ein, wenn man ihm das sagt. Falls ihr natürlich euch Folge 3, mein Review, angucken wollt. Der Inhalt ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe nochmal alles auseinandergenommen, ist zwischen dem stillen und lauten Narzissmus unterschieden wird. Und dass Mike ein lauter Narzisst ist, das könnt ihr euch natürlich angucken, falls ihr keine Probleme habt mit dem Ton. Ich muss dir eins wirklich sagen, mich hat noch nie interessiert, in 33 Jahren, wie ich nach außen wirke, wie mich andere sehen oder wie mich andere beurteilen. Oh Mann, als hättest du so eine richtig große Erfahrung und wärst irgendwie 60 Jahre alt und erzählst deiner Frau sowas, was dich nicht interessiert. Kein Wunder auch, ne? Du hast keine sozialen Kontakte wahrscheinlich, keine Freunde. Muss man sich auch gar nicht wundern, ne? Auf dich selber. So, er ist null sensibel, null empathisch, nur egoistisch, wie er sich schon auf Michelle packt, ne? Als würde er sie erwürgen wollen. Also, sie darf auch nicht weinen, wie er so einen Druck aufbaut. Mann, ich würde sie am liebsten, würde ich sie das rausreißen und Mike erstmal eine Schelle geben und sagen so, jetzt nimm Abstand. Also muss es mir egal sein, dass wir alle Stimmen gegen uns haben. Richtig. Was? Ich weiß, dass alle Stimmen gegen uns sind. Aber das ist doch egal. Dafür gibt's ja eine Challenge. Verstehst du es nicht? Und in dem Tempo, du weißt, hör zu. Ja, Michelle, du bist echt sehr empathisch, sehr sensibel. Was soll ich dazu sagen? Also ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Ich weiß gar nicht mal, was ich zu euch sagen soll. Sprechen ja auch über den Alltag, weißt du? Ja, das kommt so ein bisschen komisch rüber. Ich finde, wir haben so, du sagst ja auch immer, wir haben gute Unterhaltung und so, dann denken wir so, unterhaltet er sich nicht mit uns? Ja, Yasin ist natürlich sehr bedrückt und konfrontiert Mike mit der Situation. Wenn was für mich fremd ist, dann ist es so, dann hinterfrage ich es. Deswegen liebe ich dich. Deswegen liebst du ihn, ja. Im Einzelinterview bist du derjenige, der sagt so von wegen, ich habe mir jetzt jeder Scheiß egal und ich will nichts machen. Ich nehme auch keinen Ratschlag an und jetzt sagst du, du liebst Yasin. Also das sagt man ehrlich gesagt zu jemandem, den man wirklich sehr, sehr lieb hat. Bester Freund oder so, aber doch nicht irgendwie jemanden, den man seit 3-4 Tagen kennt. Ein bisschen komisch bist du echt wirklich. Du bist nicht nur in der Beziehung komisch, sondern auch zwischenmenschlich komisch. Also alles ist komisch an dir. Ich weiß nicht, ob das ein Gebet ist, aber das klingt so ein bisschen elbisch, wie von Herr der Ringe, so, dass sie jetzt mal ihre Fühler strecken und gucken, so, was Schlechtes ist. Also, sehr interessant. Geh runter auf die Knie, geh einfach auf die Knie, es passiert nichts. Alles ist gut. Chill, chill, jetzt mach schneller. Und hier sehen wir den Unterschied, ne? Also Jana und Sascha und Mike und Michelle. Also wie er mit ihr umgeht und die anderen beiden Team Spirit sind so richtig so, wir werden das irgendwie schaffen oder auch nicht, dennoch lieben wir uns. Wir haben die Natur. Also Mike, da kannst du echt was draus lernen, finde ich. Guck dir das mal an. Erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Genau. Ja, die kriegen erstmal ein Gefühl dafür, fassen erstmal alles an, aber das dauert irgendwie auch 1000 Stunden und die Zeit verfliegt und dann haben sie dann nur noch irgendwie eine Frage beantworten können. Arbeite mit den Händen und mit dem Gesicht, wenn es geht. Ja, komm. Take it. Ich mach Ruhe schon. Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft, ganz genau. Also, der es sagt, ne? Es ist echt strange. Erstmal so. Ja, die fühlen, tasten alles und wahrscheinlich nebenbei schlafen sie ein und irgendwann wachen sie auf und sagen so, ah, wir müssen noch ein paar Fragen beantworten. Also in der Ruhe liegt die Kraft, ja, bei denen passt das. Hör auf, jetzt egal zu sagen, jetzt motivier dich verdammt nochmal. Nein, es ist einfach auf Gefühl, nicht auf Präzision. Mann, hier. Hör doch mal auf, immer mit Frauengefühl, jetzt wird einfach mal gemacht.
Verdammt nochmal, halt die Fresse und mach jetzt. Alleine Frauengefühle. Och Mann, ey Mike, wirklich. Und Michelle, dass sie nicht kontert und sagt so, halt die Fresse jetzt mal, ich muss mich konzentrieren. Da sieht man echt so, wie er mit ihr umgeht, ne? Also nicht nur da natürlich, aber das sind immer mehr Indizien, das sammelt sich alles. Und dann sagt er bei Ramon von wegen im Interview, dass sie gleichgestellt sind zu Hause oder dass sie mehr das Sagen hat. Also nee, das glaubt dir keiner. Du flunkerst einfach, Mike. Das war jetzt nicht ohne. Also, jetzt genießen wir erstmal die Aussicht nochmal. Ach, herrlich. Oh, wie geil die beiden sind, oder? Also, die sind so null gestresst. Und er sagt einfach nur, es war nicht ohne. Dann sich noch mal die Zeit nehmen und die Natur zu genießen. Oh, die sind so super geil. Also, ich feiere die. Die sind bombastisch. Die hat da Ketten dran gehängt an Jesus. Nee, das brauche ich nicht. Ich will das aber nicht. Das ist eine Sünde, man darf das nicht. So, damit sich natürlich im Zimmer Jana wohlfühlt, hat sie ihre Chakra und ihre esoterischen Ketten aufs Kruzifix gemacht. Und die streng religiöse Adelina oder Adeline kommt damit natürlich nicht klar, will das natürlich runternehmen, aber sie kann es auch nicht wirklich runternehmen, weil sie Angst hat, dass es irgendwie verstörend aussehen würde und dass Jana irgendwie nicht willkommen ist im Zimmer. Puh, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen müsste oder sollte. Nee, Schatz, das kannst du nicht machen. Mach ich aber. Ja, Mola ist irgendwie der Macher, der nimmt das Ganze ab vom Kruzifix und sagt so, nö, das geht nicht, das ist nicht möglich. Adeline, die möchte es natürlich nicht, die möchte auch nicht irgendwie, dass Jana komisch fühlt, nur weil sie das abgenommen hat. Also sie ist so eine, Adeline möchte keine Konflikte eingehen und möchte gerne so Frieden haben und dass sich jeder versteht, kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Aber irgendwie ist es auch nicht in Ordnung von Jana, dass sie das irgendwie raufpackt, ihre esoterischen Bänder auf ein Kruzifix. Lars und Dominik haben 13 von 16 Begriffen richtig erraten. Damit sind sie Sieger des Spiels. Ui, Lars und Dominik haben es geschafft und sind natürlich vor der Exit befreit, ne? Ich bin nie alleine, wir sind eh nie alleine, weil allein heißt ja all ein. All ein. Wie schön sie das erklärt, ne? Man ist nie alleine. Man hat irgendwie Wände, Schränke um sich herum, Betten und ja, die Natur und die ganzen Geister, die herumschwirren. Ja, Jana, also interessante Theorie. Ja, ja, Adeline hat euch davor gewarnt, ne? Der Sascha, der kriegt das natürlich mit, wie Mona sägt die ganze Zeit. Er sägt die ganze Zeit wirklich. Aber da könnte ich auch nicht schlafen. Also bei meiner Oma war das auch immer so. Oder ist es immer so, wenn sie im Nebenzimmer ist, dann sägt sie auch, ne? Unglaublich. Und ich denke immer so, bevor sie schlafen geht, lieber Gott, 5 Minuten vorher müsste ich einschlafen, dann würde ich nichts mitkriegen. Aber wenn ich das dann mitkriege, dann ist Ende. Also dann kann ich gar nicht mehr einschlafen. Dann sägt sie nur noch die ganze Nacht. Entweder ich halte ihr die Nase zu und weck sie kurz. Das mache ich selten. Sie hat halt Schlafapnoe, ne? Muss man irgendwie durch. Mich wundert, dass sie es noch ausgehalten hat. Ja, Adeline, es gibt nicht nur Menschen wie dich, die das aushalten. Jana hält es wahrscheinlich auch aus. Sie ist wahrscheinlich auch irgendwie in Trance gefallen und ist eingeschlafen und war irgendwie in einer anderen Sphäre, ne? Ja, die Göttin Shiva ist aufgestanden und begutachtet jetzt die Natur. Ach, was ist das Algen? Ich esse doch keine Algen. Hat sie gegessen? Ja. Das ist strange. Ich verstehe nicht, warum das strange ist. Also Algen, frühmorgens ist dann Jana aufgestanden, hat sich dann so eine Brühe gemacht, so eine Algenbrühe. Du, Yasin und Samira, es ist sehr, sehr, sehr gut für die Förderung des Darms. Du kannst es auch auf deine Haut legen, du kannst es essen. So, meine Lieben, es steht die nächste Challenge an. Es ist eine Paarspiel-Balance-Challenge. Ja, es sind irgendwie so Bildabfolgen, muss man sich merken, die so kleine Steine sind, die dann auf einem Kippbrett aufgestellt werden müssen und in Balance gehalten werden müssen. Fallen Steine um, müssen diese wieder aufgestellt werden, bevor man einen neuen ergänzt. Und es geht los. Senf.
Ja, jetzt müssen sich Yasin und Samira die Steine sich merken. Ich glaube, Samira ist diejenige, die gesagt hat, von wegen, dass sie sich sowas überhaupt nicht merken kann, dass sie, wenn sie unter Druck steht, gar nicht damit umgehen kann. Who knows, ne? Schatz, nicht zu doll. Schatz, du bist zu doll. Du willst dann zu schnell. Du musst langsamer, vorsichtiger, nicht. Oh, Yasin, was für ein Blick. Also, mit dir möchte ich mich nicht anlegen. Ja, genau. Schieb nicht deine Schuld auf mich, Schatz. Einmal nicht schießen, einfach. Bam, 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 nur gegen mich. Konzentriere dich jetzt auf das Spiel. Peng, 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 bam, bam, bam. Immer gegen Yasin. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Komm, einmal nochmal tief durch, aber. Langsam. Was singt ihr denn da? Also zwischen Adelina und Mola klappt das auch nicht so wirklich. Die kriegen das auch nicht so wirklich richtig hin. Adelina hat das Spiel wirklich verstanden, glaube ich. Schatz, was machst du? Ich weiß nicht mehr, was es ist. Dein Ernst? Oh, wie meine Mama, können wir das wieder von vorne anfangen? Hast du es bald? Was ist das? Das war eine komplette Flasche, ne? Und was ich sehr interessant finde, ist so, der läuft dann nackt da im Hause rum. Und wenn mal irgendwie Michelle was ganz Kurzes anhat, dann, sie darf sich ja auch nicht mal umziehen im Raum. Sie muss immer unter die Dusche dort. Und er läuft dann nackt da rum und parfümiert sich die ganze Zeit. Bleibst du so? Das ist nicht dezent. Ich finde das gut so. Ich finde es nicht so cool. Und ich muss da drin auch happy sein. Jetzt sagt er ihr auch noch, was sie anziehen soll. Also... Ich sag dir nur, ein T-Shirt drüber wäre einfach geil. Einfach ein T-Shirt drüber, du kannst es dann immer noch changen. Zieh ein T-Shirt drüber, glaub's mir. Ich möchte dich nicht so darstellen. Boah, wie er sie manipuliert. Zieh dir was drüber und dann kannst du es dort changen. Als würde er sagen so, ja, jetzt darfst du anziehen, was du möchtest. Oder, Mann, Mike, ey, wirklich, unmöglich. Unmöglich und gruselig bist du. Mit einer Hand, geh nach hinten. Mach's nicht immer mit zwei, du hantierst zu viel. Nimm eine Hand und zieh's nach hinten wie eine Hundeleine. Boah, wie er dominiert, ne? Er ist so richtig in seinem Element. Und wie eine Hundeleine. Das hast du bei Michelle, ne? Sie hat einen Maulkorb. Mit der Hundeleine kannst du im Grunde genommen sie dirigieren, wohin du willst. Ich kann's. Hör auf zu verzweifeln. Mach es einfach. Boah, richtig dämonisch ist er, ne? So, mach es einfach. Die Augen. Also sie ist richtig verzweifelt, die Arme. Mit dem kann man auch nichts spielen. Ja. Yeah. Lass los. Oh, toll, ne? Wie sie es so spielerisch loslässt, so pädagogisch und so gefühlvoll, als würden ihr so die Geister drumherum helfen. Wie geil ist das bitte? Lauf, 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 lauf! Fuck! Scheiße! Ja, die beiden Botoxkis haben es auch nicht wirklich geschafft. Ja, der Steff musste irgendwie die ganzen Steine aufbauen und musste auch mit dem Seil dann das Gleichgewicht halten. Und Peggy hat es auch irgendwie nicht hingekriegt. Und das war so ein simples Spiel. Das ärgert mich. So, für uns war es ein bisschen. Ja, boah, was für ein Unterschied, ne? Wie Mike so gehässig ist und hier Jana und Sascha ist voll in love. Es ist wie Lovemaking, sagt sie. Voll schön. Und the winner ist bei der zweiten Challenge. Almklausi und Marita haben 8 von 12 Bildern richtig aufgestellt und sind damit Sieger des Spiels. Ja, ich glaub das nicht, ne? Almi, Klausi und seine Frau, die Dominante, die haben es geschafft. Obwohl sie ja ihn kritisiert hat die ganze Zeit. So, was machst du da? Wie langsam bist du eigentlich? Klappt wohl, ne? Aber ich habe denen das nicht so gegönnt. Also ich hätte das jetzt Jana und Sascha gegönnt. Ich möchte sozusagen keine Sünden begehen. Ich will einfach so handeln, dass es mit Liebe ist und dass es Gott gefällt. Ja, die Adeline, die führt jetzt irgendwie so ein Deep Talk mit Sascha, sagt dann später zu Mola. Ich habe eigentlich noch niemals ein tiefsinnigeres Gespräch geführt, sagen wir mal, mit einem Menschen wie mit Sascha. Ja, krass. Und Mola ist davon irgendwie angetan und wahrscheinlich irgendwie eifersüchtig. Ja, sagt ihr dann von wegen, ja, mir hörst du nie zu und wir müssten auch wieder mal so Deep Talk führen. Aber irgendwie auch süß, muss ich sagen. Jetzt findet natürlich die Nominierung statt. Da bin ich ja auch mal sehr, sehr gespannt, wer wen wählt. So, nach langem Überlegen haben wir uns für Yasin und Samira entschieden. Weil das ist jetzt unser rein
energetisch-intuitive Wahl. Ja, die Energien haben wahrscheinlich nicht so gestimmt, ne? Wir wollen nicht mehr im Haus haben. Adelina? Ola. Richtig. Und da sind wir uns einig? Ja, schnell. Ehrliche Antworten kommen schnell. Sind wir uns da einig? Gut. Boah, wie du sie manipulierst. Da seid ihr euch überhaupt nicht einig. Sie will gar nicht Mola wählen. Nur wegen dir. Und was ich auch nicht verstehe, ist halt, die Adelina, die, mit der hast du doch die ganze Zeit so Deep Talk geführt und bist auch sofort immer zu ihr gerannt, um irgendwie einen Ratschlag zu kriegen. Ah, es ist echt kaputt bei dir, echt oben im Meisenhirn. Es ist total strange. Ja, jetzt werden die ganzen Nominierungen von Mola vorgelesen. Bin mal gespannt, wie Mike drauf reagiert. Michelle und Mike. 4 Stimmen. Alle anderen Paare haben 0 Stimmen. Michelle, Mike, ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Damit seid ihr bei der nächsten Nominierung am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen. Ui, 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 ui. Bin mal gespannt jetzt, wie Mike drauf reagiert, wie ich schon meinte. Krass, traut sich noch nicht mal einer zu sagen, wer gewählt hat, Alter. Ey. Was ein Haufen, ey. Also Mike, es ist echt nur ein Spiel. Und wenn du schon 33 Jahre alt bist, also du bist oben nicht reif, du kannst keine richtige Kommunikation führen, deine Beziehung ist für den Arsch und du denkst wirklich, dass du der Größte bist. Das ist nur ein Spiel. Und wenn du 4 Nominierungen hast, dann denk doch mal darüber nach, warum sie dich nominiert haben. 50% der Leute sind fake, Alter. Ey. Nein, du bist fake. Du bist derbe fake. Du hast ja auch Adeline und Mola gewählt. Wieso hast du die denn gewählt? Boah, ich werde bis zur nächsten Challenge, ich spreche kein Wort mehr mit der Hälfte der Leute. Das ist ein Spiel. Nein. Ja, und die Frau, die sagte einfach nur, dass es nur ein Spiel ist. Bleib mal locker, komm mal runter. Wenn ich untergehe, dann richtig. Und ich drehe noch mal richtig um 4 drin. Boah, echt, das Omen, sag ich nur, ne? Also, er ist echt voll dämonisch, derbe teuflisch. Als hätte man den Satan herbeibeschwört. Bin echt schockiert, muss ich sagen. Nennt ihr Mike Sies richtig kennen. Und zwar richtig. Und ihr habt keine Vorstellung von dem, was ich drauf hab. Jetzt macht er nochmal richtig Adeline klar, so, weiß ich nicht, dass man mit ihm nicht spielen kann und jetzt er sein wahres Gesicht zeigen möchte. Also ich dachte, das wäre sein wahres Gesicht. Mal gucken, was jetzt kommt. Wird der jetzt wie Carrie irgendwie das Haus in Brand setzen und jeden umbringen oder wie? Was möchtest du mehr hören, außer dass er im Garten schläft und dass ich es nicht aushalte, dass ich neben Menschen schlafe? Ich will mein Zimmer. Deswegen, das weiß ich. Naja, hier möchte Mike unbedingt erfahren von jedem einzelnen Paar, wer ihn wirklich jetzt nominiert hat. Ja, sagt Adeline ihm nicht die Wahrheit, weil er sie wirklich richtig Angst hat, davor mit ihm darüber zu reden. Und sagt im Grunde genommen, dass sie Sascha und Jana nominiert hat. Ja, aber daran kann man nochmal sehen, wirklich wie angsteinflößend Mike die Menschen manipuliert. Er geht nicht schlafen, bis wann das nicht geklärt ist. Ja, was will er denn klären? Ja, dann war es am Mola. Deswegen war er da, Adelina. Ach, krass, was man mit so einem psychischen Terror bei Menschen verursachen kann. Unverständlich natürlich. Und Mola versucht natürlich, sie so ein bisschen zu trösten. Ja, Michelle merkt halt natürlich, dass sie nominiert haben. Ich habe ihn angeschaut. Ich weiß, es ist Emotion, aber ich habe so richtig, dass... Böse. Ja, du bist nicht die Einzige. Ich dachte auch erst so, der hatte so richtig Funkeln in den Augen und bekommt irgendwie Hörner und dann noch so einen Schwanz und dann noch so ein Speer in der Hand. Also der Satan ist da. Oder der ist noch nicht da. Der wird sich wahrscheinlich noch verändern irgendwie. Wird sich wahrscheinlich häuten oder so und irgendwie aus der Hölle emporkommen. Du glaubst an Gott? Ja, klar. Was würde er sagen? Ich sag dir eine Sache. Ich sehe es dir seit Tagen. Das bist nicht du. Weißt du warum? Weil du eine gute Seele bist. Boah, voll die derbe Manipulation. Also wie er mit dir umgeht. Und sie ist voll schockiert. Sie denkt wirklich, das ist, also sie ist ja streng gläubig. Sie denkt wahrscheinlich wirklich, oh Gott, das ist wirklich der Satan. Lucifer ist da. Wer den Teufel herausbeschwört, kriegt ihn auch zu Gesicht.
immer zu Gesicht. Also mit dem zusammen in einem Haus würde ich auch nicht gerne übernachten wollen. Wer weiß, ob er irgendwie mit einem Messer kommt oder so nachts. Uiuiui, wirklich. Also Mike, ich bin mal echt gespannt, wie es in der nächsten Folge wird. Du bist wirklich der Teufel. Sehr teuflisch bist du. Und jetzt blende ich euch erstmal ein, was in der nächsten Folge so ungefähr alles sein wird. In ihm schlummert das Böse. Der hat so einen Hass. Ich bin kein Rudeltier. Wir sind unser Rudel. Er ist einfach krank. Wie schon eben gerade gesagt, aktiviert gerne die Glocke, abonniert meinen Kanal, lasst ein paar Kommentare da. Und falls ihr natürlich die Folge ganz sehen wollt, müsst ihr einfach in der Beschreibung in meinen Link rein. Und da könnt ihr dann die ganze Folge streamen. Ich bedanke mich.